Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 4 Tagesanbruch. Wie auch schon bei Path of Fire werde ich zeitgleich mit dem Stream aufnehmen und die ganze Geschichte dann nochmal exklusiv für YouTube mit dem Utwein spielen, wenn er denn angekommen ist. Um es mir nicht ganz so leicht zu machen, bei Path of Fire sind wir ja quasi wie ein heißes Messer durch Butter durch die Kämpfe gegangen, nehme ich dieses Mal nur einen Sidekick mit. Und das ist der Golgari. Los geht's! Lesen wir erstmal die Post, die wir gekriegt haben. So, und zwar Angriffe aus der Unterwelt. Wobei, ich glaube, das betrifft die Raids, ne? Petja, immer mehr Kreaturen entkommen aus dem Reich der Toten. Meist verhalten sie sich wie typische Kreaturen der Unterwelt. Böse, mörderisch und ziemlich uninteressant. Aber wenn man Experten auf dem Gebiet der Nekromantie Glauben schenkt, scheinen einige von ihnen es auf Priester Grenz abgesehen zu haben. Kreaturen aus Grenzreich greifen Grenzanhänger an. Faszinierend, nicht wahr? Und beängstigend. Wir werden nur dann mehr herausfinden, wenn wir uns zur Quelle des Problems aufmachen. Begebt euch zu Lornas Pass. Findet einen Weg in die Unterwelt. Oh mein Gott, es ist wirklich so, ne? Früher konnte man auch schon die Unterwelt über den Lornas Pass betreten. Entweder durch den Tempel der Zeitalter oder Lornas Pass und später dann natürlich auch noch auf den neuen Karten gab es auch noch eine Möglichkeit. Das ist der neue Raid, genau, ja, das habe ich schon gesehen. An dem Symbol hier vorne, das ist, betrifft gar nicht hier unsere Geschichte. Aber egal, die müssen wir nämlich erstmal starten, indem wir hier nochmal unsere Chronik öffnen und dann auf Staffel 4 der lebendigen Welt diese Geschichte beginnen. Huch! Hey, Kommandeur, Taimi hier. Ridlock ist auch da. Sag guten Tag, Ridlock. Tag! Ridlock hat sich um unsere Vorräte gekümmert und ich bin fast damit fertig, Schraddel wüstenfest zu machen. Wenn ihr dann also bereit wärt, nach Aurene zu suchen, wir sind auf einem Doljak-Hof gleich außerhalb von Amnun. Glück gehabt diesmal. Wird nicht ewig halten. Na, die waren ja eigentlich auch nicht so weit weg, ne? Ein Doljak-Hof außerhalb von Amnun. Hast du das schon gestartet? Ja, ne? Ja, den Dialog hatte ich schon. Na gut. Für uns geht's erstmal. Aha. Zur Gegend südlich von Amnun. Da muss ich jedes Mal wieder drüber lachen. Wollen wir? Ja. Dann schauen wir mal. Huppel, 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 huppel. Sag mal, huppelt dein Mensch eigentlich auch immer so rum? Ich muss mal warten, bis du aufgeschlossen hast. Nee, du sitzt voll sicher auf deinem Raptor vergleichsweise. Guck mal, wie ich hüppel. Boing, 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 boing. Naja, meine Füße kommen ja auch nicht so richtig an die Steigbügel dran. Hast du Steigbügel an deinem Sattel? Ich wollte gerade mal nachgucken. Aber das können wir gar nicht sehen. Wir tragen ja Kleider. Also auch in Guild Wars 2 sind die Männer so emanzipiert, die tragen auch Kleider und zwar stolz. Ich habe abgekürzt. Wie er ordentlich über die Straße gelaufen ist. So, das soll eine Doljak-Farm hier sein? Okay. Oh. Auge des Brandsturms. Cooles Artwork. Anubisat hat auch einen Rock im Schrank. Namen Ocean Blueing. Ich bin hier, Taimi. Großartig. Wir sind in dem Pferch hinten. Verzeiht bitte den Ort. Aber da ihr Joko seine erweckten Armee weggenommen habt, dachte Agent Kito, wir sollten uns eher unauffällig verhalten. Agent Kito, den kennen wir noch nicht. In einem Pferch hinten. Okay. Es ist immer wieder erstaunlich, ne? Wie es draußen gerade noch tiefste Nacht war und jetzt. Ah, oh, guck mal. Der winkt ganz nett. Viehzüchter Beda. Ihr müsst die Götterbezwingerin sein. Willkommen auf meinem bescheidenen Doljak-Hof. Haha, hallo. Ich suche ein paar Freunde, mit denen ich mich hier treffen wollte. Die sind hinten. Die Quirlige hantiert die ganze Zeit an ihrem Golem rum und quasselt, ohne Luft zu holen. Der Char ist sehr geduldig.
Klingt, als wären sie das. Vielen Dank. Das ist ja geil. Sie hantiert die ganze Zeit an ihrem Golem rum. Ich dachte schon, was kommt da? Übrigens, am Anfang kam mir das immer ganz komisch vor, dass hier die Doljak so dünn sind. Aber dann ist mir eingefallen, ne, die haben echt ganz normale Doljak-Köpfe, wie man sie auch sonst so kennt. Aber sie sind halt nicht so haarig, ne? Weil muss ja nicht. Oh, wartet. Ich musste ja noch kurz das Tier wechseln. Ich wollte meinen Geschenke-Skrit nicht mitnehmen. Der ist irgendwie gerade völlig fehl am Platz. Wir nehmen den Spürhund mit. Ein Spürhund auf der Suche nach Kralkatorik. Oh. Da seid ihr ja. Muss bloß noch ein paar Sachen bei Schradl anpassen, dann können wir los. Wir sollten uns bei Jory und Cass melden. Nachsehen, ob sie Kralkatorik eingeholt haben. Sie haben sich schon gemeldet. Kralk hockt in irgendwelchen Bergen. Sie sagten, er benimmt sich seltsam. Das ist aber komisch. Irgendwas stört das Kommunikationssignal. Ich versuch's mal vorne, draußen. Okay. Die humpelt so langsam, wie ich gehe. Ja, das ist die neue lebendige Welt, Staffel 4. Gute Nacht, Kakaofuchs. Hört man das? Meine Kater maunzen? Was ist denn Golgari? Nicht da lang? Hey, Dragonit, die wollt gucken, was die hier macht. Macht anscheinend gar nichts. So, Timmy. Dann viel Spaß beim Nix-Tun. Na denn, Ridlock. Wo ist Kanach? Ich dachte, er sei bei euch. In Amnon. Kassiert seinen Gewinn. Er setzt doppelt oder nichts auf euch und Kralkatorik. Wir gerade davon sprechen, was wird denn aus uns, wenn wir die lila Gefahr tatsächlich kriegen? Ich hoffe ja, Timmys Forschung bringt uns irgendwas. Und wenn nicht? Kommandeur! Ridlock! Komm schnell! Golgari! Ich glaube, ich warte mal kurz. Kann es sein, dass er gerade irgendwo hin ist? Er hat es mir nur nicht gesagt. Ich stelle mir gerade vor, wie die kleine Regia zu Golgari läuft und ihm am Rocksaum zieht und sagt: Golgari, wir müssen los! Es gibt Ärger! Das ist lange her, dass du Guild Wars 2 angerührt hast. Also, das ist die Lebendige Welt Staffel 4, die nach dem neuen Add-on Path of Fire kommt. La la la, wir stehen hier im Grünen rum. Dum didelei didel dum didelei didel dum didela da dam. Auf einem Feld ein Mesmer stand. Was treibt ihr beiden da? Hä? Ja, was soll denn das? Du, flausche Kugel. Da bist aber beinahe abgeschmiert. Ist der andere drauf? Ach so, ja, stimmt ja. Der kleine Kater ist raufgegangen. Das ist immer doof für den Sam. Wer hat denn von euch schon angefangen zu spielen? Und wer erlebt das jetzt hier gerade zum ersten Mal? Da oben wird nicht gekämpft, habt ihr gehört? Ich schmeiß gleich einen Socken hoch. Entschuldigung. Alles gut. Da. Ich hab jetzt auf dich gewartet, weil es jetzt wohl Trouble gibt. Ich erzähl dir kurz, was passiert ist. Timmy hat nur gequatscht, dass jetzt hier irgendwie der Empfang schlecht ist und ist nach hinten gegangen. Daraufhin habe ich nochmal kurz mit Ridlock hier vorne geredet und Ridlock ist ganz dabei. Also wir werden das schon schaffen. Wir werden die lila Gefahr schon besiegen. Und jetzt hat Timmy gerufen. Okay. Irgendwie gibt's Ärger. Sie ist ja nach hier vorne gelaufen.
Ich weiß jetzt, was das Rauschen verursacht. Ein Brandsturm? Hier? Ich sehe keine Spur von Kalkatorik. Oh mein Gott, guck dir das an! Wenn Kalk uns überflogen hätte, wären wir alle jetzt Kristalle auf Beinen. Oh, aus, scheiße, sieht das geil aus. Ein paar neue Tricks drauf. Bringt die armen Hühnchen rein. Deswegen habe ich ja Schraddel mitgebracht. Ich lasse ihn gleich mal einen Scan machen. Leute! Klingt gut. Ridlock und ich gehen mal etwas näher ran und sehen uns um. Und Golgari. Ridlock und Golgari und ich. So etwas hatte ich befürchtet. Oh mein Gott. Wir haben doch bloß einen Altdrachen mit der Energie eines Gottes versorgt. Was kann da schon schiefgehen? Tja, was kann da schon schiefgehen? Okay. Oh, scheiße, das ist am Nun, ne? Da drüben. Oh, boah, sieht das nicht großartig aus? Oh, und da oben. Oh, da rennen uns Menschen entgegen. Hi, ihr. Ein Brandsturm. Wir sind mittendrin. Der surft. Hui! Hui! Ich finde das großartig. Ist er bei dir auch gesurft? Nee, bei mir sind die alle normal gelaufen. Warum geschieht das nur? Ihr habt doch versprochen, es wäre alles in Ordnung. Kann ich da jetzt nichts tun? Oh fuck, jetzt wird's aber hier richtig dunkel. Oh, wow. Immerhin leuchtet ihr beiden. Wer? Ridlock und ich? Ja. Du leuchtest auch, deine Flügel von hinten leuchten total. Aber nicht so hell wie eure Waffen. Ich mache Regenbogenfußabdrücke. Und manchmal, wenn ich... Ups! Gott, lass dich bloß nicht hier von so einem Ding treffen, ne? Das ist die Art und Weise, wie die ganzen... Diese Leute sind in dem Kristall gefangen. Oh. Wir müssen sie rausholen. Jo, kein Problem. Oh, scheiße. Verflammt. Au. Genau. So sind nämlich die Gebrandmarken entstanden. Als Kalkatorik drüber geflogen ist, haben die ganzen Blitze, die Leute und die Tiere und so weiter beim Brand, zum Beispiel bei den Feldern der Verwüstung und so, Flammenkampfsteppe. Huch! Das war ja voll. Wir müssen diese Leute retten! Hui! Inferno! Was, wir haben zwei Erfolge bekommen? Nein, die wir machen. Ach so, es gibt zwei. Oh ja, Tatsache. Wollen wir da gucken, dass wir die mitmachen? Wenn wir ja, eine Chance sehen. Irgendwie, unglaublich schwer ist, warum nicht? Qualifikation für der Schock blieb aus. Lasst euch außerhalb am Nuns nicht vom Brandsturmblitzen treffen. Okay. Und rettet 40 Zivilisten. Okay. War das Aurene? Oh wei. Zivilisten sind, wie es scheint, eingefangen, ja. Der Nächste, bitte. Wir haben hier alles getan, was wir konnten. Abmarsch. Also ich denke mal, von den Blitzen nicht getroffen zu werden, ist jetzt nicht das Problem. Es sei denn, die Blitze kommen gleich vielleicht in einem komplett anderen Rhythmus oder so. Dann könnte es sein, dass es etwas schwieriger wird. Ja, anscheinend, ne? Sollen wir uns dann aufteilen? Wenn wir mehrere sehen, damit wir, Ja, wir können ja jetzt einfach hier weitergehen. Meinst du? Beide Richtungen. Hier rein? Ja, ja. Da ist die Kraft. Inferno! Nur die Sprungrätsel sind ätzend. Ach, aber ansonsten muss ich sagen, mit der Story von Path of Fire ist ArenaNet wieder mal eine so epische Story gelungen. Achtung! Ups, da ist ein großer Einschlag. Oh mein Gott! Oh, das Ding hat mich fast getroffen. Ich bin da so am Rand vorbeigegangen. Wir müssen die Leute hier wegschaffen. Oh, scheiße. Oh, der hat ein grünes. Guck mal. Der hat ein grünes Kreuz. Warum haben die grüne Kreuze? Reflektiert Projektile. Okay. Ich sollte da nicht drauf schießen. Rückt auf die Stadt vor. Okay. Meine Herren, das war gerade schon ein bisschen ehrfurchtgebietend. Da irgendwie war was drin, was wir mal retten könnten? Ich hoffe, sie weiß noch, wer ihre Freunde sind. Oh mein Gott. Wahrscheinlich oh nein, da hinten. Oh Gott, da ist eine Bürgerin. Vielleicht können wir die wiederbeleben. Oh, dann, wenn das noch dazu zählt, dann wäre es natürlich gut. Guck doch mal. Form des Wassers.
glaube ich, schneller, wenn der erste tot ist. Ja, ja. Ich komme da mal kurz hier mit ein bisschen Heilung an. Hey, die hauen ganz schön rein. Uiuiuiuiui. Schlüppi zum Gruß. Wir haben einen neuen Inspektor. Aufgeladen! Jaube. Das ist ja wild. Draganto, hallo, danke schön. Seid gesegnet. Das zählt dazu. Super, danke schön. Wow, auch du bist schon 6 Monate dabei. Vielen lieben Dank, hier dein neuer Schlüppi. Ah, diesmal mit Lupe sogar. Danke sehr für deine Unterstützung. Ich hab übrigens deine Reittierlizenz aufgemacht und das ist der Wolkenrab. Der ist schön. Dankeschön. Da hast du noch mehr jetzt gerettet? Gerettet. Okay. Es reicht, wenn einer die retzt. Also es muss nicht jeder. Oh, verdammt, Veteran, Todesgebrannter und Dingensbummens. Huiuiuiui. Ich hab's genau gesehen. Du bist rausgelaufen, hast ihn gesehen, bist erstmal wieder reingelaufen. So, was ist das? So wie mein Verhalten bei Horror-Let's Plays. Da kommt was um die Ecke. Ups, ich gehe mal wieder. Tschüss. Kein schlechter Kampf. Ja, kein schlechter Kampf. Okay, wir laufen einmal drumrum, genau. Ich würde auch sagen, wir gucken erstmal, ob wir nicht noch Leute hier retten können. Ich gehe mal hier rauf. Okay. Ah, ich begebe mich gleich hier schon außerhalb des Gebietes, also hier bei dem Wasserwerk ist nichts mehr, würde ich sagen. Nach Norden hin gibt es noch einiges, ja? Ich würde dann auch noch mal kurz ins Lager gehen. Vielleicht sind wir ja, ja, richtig. Da sind wir ja dann doch nur vorbeigelaufen. 32 ist ja noch eine ganze Menge. Ja, ich meine, in der Stadt wird es bestimmt jede Menge Leute geben, die wir retten können. So, ich wechsle mal hier. Da machen wir nämlich ein bisschen mehr Schaden. Pass nur auf. Okay, da ist ein Bürger. Da nicht. Da nicht. Da auch nix. Hauptsache, die Blitze können uns nicht in der Luft treffen. Das fände ich schon hart. Ich glaube, hier hinten ist nichts mehr. Naja. Entweder wir sind... Ja. Falls hier was war... Ja. Fast außerhalb des Instanzbereichs geraten. Du auch? Ich wäre fast in den Blitz reingeflogen. Oh, okay. Nun denn. Also den fand ich ja gerade krass. Diesen dicken Brocken, der da vom Himmel gefallen ist. Nun denn. Begeben wir uns auf die Straße. Da oben sind noch einige Gebrandmarkte, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da auch noch so... Aber vielleicht ignorieren wir die erstmal? Auf jeden Fall ist da wir noch... Wir müssen diese Leute befreien. Ah, da hinten. Oh, hier, guck mal, guck mal. Oh, wow, okay. Ihr kriegt sie nicht! Ah. Ja, scheiße! Gut! Wir haben sie gekriegt! Also, nicht scheiße, sondern gut. Wir haben Scheiße gekriegt? Nein, der Brandmarkkristall. Ja. Ich habe da gerade einen grünen rausgekriegt. Versammelt die Geistlichen und begebt euch zum Südtor. Das mache ich. Guck, die Priesterin Kirmi ist rausgekommen. Oh, da hinten ist auch einer, alles klar. Ping ruhig oder schrei ruhig, wenn du einen siehst. Ich versuche zu helfen. Ja, genau der hier. Da oben siehst du den. Evakuierung Amnuns. Bürgern Amnuns bei der Flucht vor den Gebrandmarken geholfen. Okay, ich habe irgendwie einen. Da oben ist noch einer. Da oben, da oben, da oben. Hast du das markiert? Wow, ja. Okay, alles klar. Bin da. Jetzt müssen wir richtig viel. Also, du siehst oben hier das Ding, wenn das voll ist, klappt es, glaube ich. Dann platzt das, ja. Dann platzt die Schose. Okay. Es wird zu zweit. Also, wir haben jetzt 14 noch übrig. Also, ich glaube, die vorher hätten wir auch noch. Auch noch kriegen können, wenn wir es direkt gecheckt hätten. Ja, ja. Ja, machen wir es nächstes Mal. Genau. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt hier noch was. Wir sind ja hier jetzt auch irgendwie noch nicht fertig, ne? Guck mal, Ridlock rennt noch hier rüber. Was haben wir hier?
Okay. Aber hier kommen wir gleich aus dem instanzierten Bereich wieder raus. Genau. Da gibt's hier gleich mal Action. Ja, und dieses großartige Panorama da am Himmel. Weil der Drache jetzt die Sonne verdunkelt. Aufgeladen. Hammer. Na schön, so langsam fang ich an, das persönlich zu nehmen. Da kommt ein Dicker. Da hat er seine Gebrandmarken geworfen, ja, ja. Blitzstrahl! Rüstung verbessert. Wir müssen zum Südtor. Alle Geistlichen, die noch übrig sind, in die Stadt holen. Okay.